Sandro, noch genau ein Jahr bis zur Ski-WM da. Jetzt, wie viel Prozent zusätzliche Motivation gibt es, wenn man hier runterfahren kann? Wenn man weiss, da unten fehlen einen Haufen mit Familie, Freunden, inklusive Leute, die einen kennen und die hinter einem stehen. Was ist das für ein Gefühl? Das ist eine ganz grosse Motivation. Ich fahre hier immer schon gerne gefahren. Wir hatten viermal Schweizer Meisterschaften und auch Eisrennen. Ich bin auch immer gut gefahren hier und der Schnee liegt mir, der Hang liegt mir und darum freue ich mich sehr hier. Jetzt schauen wir schnell ein bisschen zurück. Weißt du noch, was du am 16. Februar 2003 gemacht hast? Wo der Silvan Zurbriggen da seine Silbermedaille gehalten hat im Slalom. Weißt du das noch? Da war ich auch in einem Fissrennen. Ich habe ein paar Tage vorher am Kombislalom Vorfahren gemacht. Und ja, das sind alle meine Erinnerungen noch an die WM und vor allem geniale Stimmung und auch die Piste. Das war ein Traum. Das war ein Teppich, den ich nachher eigentlich nie mehr erlebt habe. An diesem Rennen ist ja auch der Beat Feutz und der Carlo Janka dabei, der Patrick Küng auch. Und jetzt, in der nächsten WM, sind ihr da eigentlich die Leader, das Leader-Team, das hierher kommt. Wie fühlt sich das an? Ja, ist sicher sehr schön, wenn wir uns alle zuerst noch qualifizieren, außer der Patrick natürlich. Aber es wird sicher für jeden Schweizer natürlich hier, Heim-WM, daheim vor dem Publikum, im Start sein, ist sicher das Größte. Und wir werden alles geben, dass wir da uns gut zeigen.